Den Besuch in Frankreich hat er gecancelt, seine dreitägige Reise nach Deutschland aber nicht. Am Mittwoch wird König Charles III. Mit seiner Camilla nach Berlin kommen. Damit wird Deutschland jene Ehre zuteil, die eigentlich für Frankreich gedacht war. Es ist das Ziel der ersten Auslandsreise von Charles als Monarch. Zwar war es nicht Charles selbst, der diese Auswahl getroffen hat, sondern Premier Rishi Sunak. Er will die Beziehungen zur EU verbessern, wie er sagt. Nach dem Brexit und unter dem Ex-Regierungschef Boris Johnson war diese nämlich einigen Belastungsproben ausgesetzt. So oder so, die Deutschen freut's. Denn der Besuch findet noch vor der offiziellen Krönungszeremonie am 6. Mai statt und würde somit die enge Freundschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland würdigen, heißt es aus dem deutschen Bundespräsidialamt. Dort setzt man vor lauter Freude auch ein Zeichen der ganz besonderen Art. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ändert nämlich für den königlichen Besuch sogar das Protokoll. So ist es eigentlich gelebte Praxis, dass Staatsgäste im Park des Berliner Schlosses Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten, mit militärischen Ehren empfangen werden. Für König Charles darf es dann aber doch etwas extravaganter sein. Die Empfangszeremonie wird deshalb extra an das Brandenburger Tor verlegt. Dahinter steckt auch ein Stück Geschichte. Im Jahr 1994 ist Charles, damals noch als Prinz, durch das deutsche Wahrzeichen marschiert. Der Empfang am Brandenburger Tor ist auch die erste Gelegenheit für die Deutschen selbst, einen Blick auf den König und die Königin zu erhaschen. Der Höhepunkt des Besuchs wird unumstritten die Rede von Charles vor dem Deutschen Bundestag sein. Was er über die deutsch-britischen Beziehungen denkt, das wird er dort zum Besten geben. Am Programm steht unter anderem auch ein Besuch eines Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge, eine Hafenrundfahrt in Hamburg und eine Blumenniederlegung am Kindertransportdenkmal vor dem Bahnhof.